Ich bin Fatima, 23 Jahre jung und in Deutschland geboren. Meine Eltern kommen aus dem Nordirak und haben mich islamisch aufgezogen. Die Religion hat mir in vielen Notlagen Halt gegeben. Bis heute bin ich dankbar für meine Erziehung. Recht früh habe ich erkannt, dass ich anders als meine Geschwister bisexuell bin. Vor ein paar Jahren habe ich mich damit von meiner Familie geoutet. Das war ein Riesendesaster. Im Nordirak wird Homosexualität tabuisiert und verteufelt und meine Eltern sind nie damit konfrontiert worden. Sie wollten mich unbedingt bekehren, aber durch viele geduldige Diskussionen lernten sie, meine sexuelle Vorliebe zu tolerieren. Mittlerweile akzeptieren sie sogar, dass ich mit meiner Freundin zusammen bin. Viele denken, dass Bi- oder Homosexualität und der Koran nicht vereinbar sind, aber das stimmt nicht. Ich liebe, wie ich will und lebe meine Religiosität. Ich spreche Deutsch und Farsi. Ich trage die Hijab und bin Feministin. Das alles gehört zu meiner Identität. Und ich setze mich ein für eine Gesellschaft, in der wir uns nicht für das eine und gegen das andere entscheiden müssen. Dafür kämpfe ich.